Hello friends, I want to make a review on the blade which I've got from the giveaway of Ullo. Hallo Freunde, ich möchte ein Review machen, eine Vorstellung machen über das Messer, was ich von Ullo bekommen habe. He bought this knife 5 months ago, but he got it just newly. And then he sent it to me as giveaway. It was dull, and he sharpened it only here, at the periphery only. It was concave, so sharpened, and it was good for normal use and normal duties. But in the garden, I've noticed that it is really bad in carving. So I've decided to sharpen it for myself, and I've done it with this water stone. I'll say it in German again. Ja, der Udo hat es mir zugeschickt, er hat es für 5 Monaten geordert gehabt, hat es neu bekommen, hat es mir dann zugeschickt als Geschenk von seinem Giveaway. Er hat es nur hier am Rand angeschärft, weil er diesen Damaskus nicht zerstören wollte, nicht wegschleifen wollte. Da habe ich im Garten dann festgestellt, dass es für normale Ansprüche gut war, aber nicht zum Schnitzen. Dann habe ich dann beschlossen, es selbst zu schleifen mit diesem Schleifstein, Wasserstein. Es war vorher ein Hohlschliff, jetzt habe ich hier, wie nennt man das, diesen nordischen Schliff verpasst, Skandischliff verpasst. Es ist noch nicht ganz fertig, aber es ist jetzt schon wirklich, wirklich sehr scharf. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Review mache. Es ist ein klasse Material. Es ist ein klasse Material. Es erinnert mich an Rasiermesser, das Material. Also ich bin echt ein schlechter Schärfer, aber ich habe es auch so hingekriegt. Ich habe 1,5 Stunden dran rumgearbeitet. Aber wenn ich noch eine Stunde dran rumarbeite, ich habe nicht das Material, irgendwie Schleifmaschinen oder so. Wenn ich mit diesem Stein noch eine Stunde rumarbeite, ist es dann wirklich also super scharf dann, gefährlich scharf. Deswegen möchte ich da nicht weitermachen. Zurzeit reicht mir das aus. So, ich sag's auf Englisch. I've made a Scandi hier. And I've got it razor sharp. Although I'm not a very bad sharpener, that's the reason why I wanted to make this review, because the material, the steel, is a super steel. And it remains me to the razors, razor steel. I've worked 1.5 hours with the stone. I have not the other machines to sharpen it. And if I would have gone with sharpening 1 more hour, it would be super sharp. So I wanted to know you that this material is a very nice material, and you can have these knives from Knives and Co. Ihr könnt diese Messer bestellen, beziehen von Knives and Co. I will give the web link below. Ich werde diese Webadresse unten anzeigen. Es gibt diese Version nicht mehr. Es gibt ähnlich große Messer bei Knives und Co. Die kosten um 60 Euro. Es gibt ein 30 cm langes Tanto. Es kostet 90 Dollar, 60 Dollar. Dieses 30 cm lange Tanto, was auf der Webseite kostet, denn 90 Dollar. Und diese Version hier, die ich in der Hand habe, die gibt es nicht mehr.
Es sind wirklich, wirklich ein schönes Damaskus. Und ich will mal zeigen, wie scharf das jetzt ist. Hoffentlich kriege ich das hin auf diesem engen Raum. Also das ist wirklich hier knüppelhart hier, dieses Holz. Ich hoffe, das ist raufgekommen. Und man muss sich vorstellen, dass diese Klinge sehr kurz ist. Ungefähr 6 mm, 6 cm. Ich habe es nicht genau gemessen. 6 cm lang. Und es ist nicht ganz angeschärft, noch nicht. Also wenn ich noch eine Stunde dran rumarbeiten würde, würde es echt super, super scharf werden. Ich kann es nur empfehlen. Danke, Udo, nochmal. You see, I hope that it comes on the camera, the cutting. And it's wirklich a stone hard wood here, very dry. And this is not just still not very good sharpened. You know, if I would have work one more hour to sharpen it, I would get it very sharp. So you can get this on Knives and Co. I will write the link below. And similar knives, this model is not more no more available. Similar great models, you can get it for around $60. And there's a tanto, 1 feet long, I think. Can get it for $90, and there are other versions. They are much more expensive, like $200, $300. But you can have a look. I will give you the link. So, ihr könnt auch andere Modelle davon beziehen. Es wären wesentlich teurer für 200, $300. Ich schaue das auch mal an. Wie gesagt, ähnlich Größe. Messer kosten $60. So, I gave a name to this knife. It's a Udo Thumb Knife. Es ist, ich habe diesem Messer einen Namen gegeben, Udo Daumenmesser, weil ich herausgefunden habe, dass man am besten so arbeitet mit diesem Messer. Und ich wollte es vorstellen, weil man bekommt immer so schlechten Damaskus und heutzutage und dieses Messer ist wirklich eine Wucht. Tschüss, Leute, bis bald. Bye, thank you very much.